Der Bau der Rasentraktor-Rennhalle verzögert sich. Dies hängt mit den Nibelungen zusammen, die rücken nämlich ihren Schatz immer noch nicht raus. Vielleicht wird sich aber das im Laufe des Jahres ändern. So, jetzt werden wir wieder ernst. Ich wollte bei der kleinen GoPro Pocket mal die Zeitlupenfunktion ausprobieren. Ja, kann man natürlich auch in anderen Bereichen einsetzen. Habe einfach gedacht, hier so mal versuchen, ein paar Fahrszenen zu machen am schwarzen Ort. Mal sehen, wie es wird. Hab mir das Ganze dann am Computer angesehen. Okay, ich muss natürlich noch ein bisschen das Ganze mit dem Drehen koordinieren und so weiter und so fort, aber bin doch recht zufrieden. Der ganze Film ist nicht in Zeitlupe gedreht. Ich hatte dann irgendwann mal ausgeschaltet und dann hat sich das wieder auf die normale Geschwindigkeit eingestellt. Das ist aber nicht schlimm. Das sieht man so ein bisschen dann die Unterschiede. Oben links sieht man jetzt Herr oder Frau Komoran beim Fliegen. Ja, macht sich ganz gut mit dem Gimbal. Thank you.
hier bin ich dann wieder in den normalen Modus zurückgekehrt. Hier sieht man halt, ja, es ist keine Zeitlupe mehr, die Bewegungen sind halt anders, ist halt alles Geschmackssache. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.